Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Honey007, nach monatelanger Abstinenz von YouTube und ja, viel Zeit zum Überlegen und Machen und Tun und Stress haben und nun, ihr wisst schon, mache ich mal wieder ein Video oder präsentiere euch hier ein Video. Es ist nicht Kerbal Space Program, sondern Life is Feudal Your Own. Und es ist auch das erste Video, was ich in meiner ersten eigenen Wohnung drehe. Also es ist nicht ganz meine Wohnung, sondern ich teile diese auch mit meiner Freundin. Und deswegen hatte ich jetzt auch so die letzten Wochen und Monate Stress und dann ist natürlich wieder Arbeiten und dann noch Berufsschule und dieses und jenes. Und da hat man dann auch, muss man sich erstmal zurechtfinden, wenn man dann so alleine lebt, mit Einkaufen, Kochen, waschen und Putzen und dieses und jenes. Da hat man nicht mehr so viel Zeit für das Gaming. Und dann verfliegt auch die Lust, jetzt irgendwelche Videos zu machen. Aber die Lust ist wieder da, beziehungsweise ich habe Lust, euch das zu präsentieren. Also meine Frage ist nun wirklich, ob ihr denn sowas anschauen wollt. Ich werde euch das zeigen. Ihr könnt die erste Folge hier schon sehen. Ich werde einem Server joinen, einer Orde oder einer Gilde besser gesagt, in der ich mich beworben habe und auch zum Glück angenommen wurde. Denn ich möchte gerne solche Games, ihr werdet auch gleich sehen, um was es denn geht, wirklich nur mit einer Community spielen und ja, also alleine bringt das nichts. Vielleicht hat einer oder andere das schon gehört oder gesehen, was Life is Feudal ist. Es ist ein riesiges, ich würde sagen, Multiplayer-Rollenspiel im Mittelalter, also man ist sozusagen in einer riesigen Welt, man spawnt als Mensch, als normaler Mensch, also hier gibt es keine Zauberkräfte oder Monster oder so, also so, nicht so wie Skyrim, aber so in der Art. Und man muss natürlich überleben in der Welt. Man kann verschiedene Skills ernten, man kann Tränke brauen, Holz hacken, Häuser bauen, ganze Städte und Communities quasi entwickeln lassen hier in dem Spiel. Aber bevor ich weiter rumpalaber, muss ich erstmal nach der Welt schauen. Ich hoffe mal, ich war schon auf History, dass sich das jetzt gemerkt hat, wo ich drauf war. Ich war nämlich einmal kurz auf dem Server drauf, aber hat er scheinbar nicht gefunden. Da werden wir mal nochmal gucken. GER, GER. Wo haben wir denn den? Jetzt hängt das. Ist wie gesagt noch in der Pre-Alpha, also ist jetzt seit 2 Tagen wirklich für die Öffentlichkeit zugänglich. Oh, das hängt hier. Zuvor, ich glaube schon ab Februar oder so, gibt's das Game überhaupt erstmal in der Closed Alpha, habe ich gelesen. Und jetzt wie gesagt, ist es in der Open Alpha, bezeichne ich das mal jetzt so. Und ja, ich werde mal hier den Server suchen und dann joinen wir einfach mal drauf. Wir sehen uns dann, wenn wir auf der Welt landen, dann sage ich euch nochmal Hallo. So, den Server habe ich gefunden, es gibt schon einige. Und der ist auch passwortgeschützt, also ihr könnt nicht einfach so drauf. Ich nenne euch auch nicht das Passwort. Dazu müsstet ihr euch schon in der Gilde bewerben. Ich werde natürlich in der Videobeschreibung einen Link zu dem Orden posten, sodass ihr euch dann auch ganz normal dort bewerben könnt, so wie ich das getan habe, und eventuell werdet ihr dann angenommen und könnt natürlich in diese Gilde oder sozusagen mit der Gilde, mit der Community gemeinsam auf einer Map spielen. Ja, hier, ihr seht im Bild, das kann natürlich auch passieren, dass Städte niedergebrannt werden. Ist aber, also ich muss sagen, ist ein richtig schönes Artwork hier. Sieht richtig schick aus. Aber es dauert auch ein bisschen, bis die Welt lädt, ist aber auch eine riesige Welt. Und ich muss euch vorwarnen, das ist wirklich ganz klar Alpha. Also ihr kennt ja das Prozedere. Also nicht alles funktioniert auf Anhieb oder manches ist ein bisschen buggy, manches ist ein bisschen komisch oder manches ist einfach nur wirklich unnötig. Wir sind hier wirklich in einer Alpha und das kann echt buggy sein in manchen Stellen. Aber es ist noch spielbar genug, um damit einen schönen Multiplayer zu machen und auch mit Leuten zusammenzuspielen. Also es geht schon. So wie ich das in Videos gesehen habe. Ich habe bis jetzt noch nicht so richtig gespielt. Ich habe nur mal so die Grundlagen gesehen, ein paar wenige Videos. Und sonst habe ich jetzt auch nicht weiter damit gespielt. Ich kenne ein paar Tastenbefehle. Aber jetzt so
groß viel mehr ist es dann auch nicht. Also ich muss mich auch echt da viel zurechtfinden. Aber unser Ziel für heute, das kann ich euch jetzt schon sagen, ist es, zu unserer Stadt zu kommen. Nicht meine Stadt, sondern die Stadt des Ordens, unsere Gilde. Wir heißen übrigens Ordus Teutonicus, also der Teutonische Orden. Dort, oder dieser Orden hat eine Stadt gegründet, die noch ein bisschen weit entfernt von mir ist. Also wir müssen noch dorthin reisen, aber da werden wir bestimmt noch einige Abenteuer erleben. Bevor das Video noch länger wird, muss ich nochmal kurz pausieren. So, da wären wir in der Welt. Wir sind frisch gespawnt. Ich habe schon einige Grundlagen gemacht. Es ist jetzt Nacht, vorhin war noch Tag. Gucken, vielleicht geht dann die Sonne noch auf. Aber so sieht die Welt von Life is Feudal aus. Und er begrüßt uns auch schon. Life is Feudal welcomes you. Press F1 for help and basic controls. Hier gibt es natürlich auch ein paar Infos. Mit WASD bewegen wir uns, mit Leertaste springen wir, mit Shift rennen wir, sprinten wir also. Und dann hier, also am wichtigsten finde ich jetzt eigentlich nur I, T, L und P. Natürlich Tab, ganz wichtig, also wird viel mit Tab gearbeitet. Und sonst, ja, C, da kommen wir dann in unseren Hoch, kommen wir dann in unsere Charakteransicht, so sehen wir aus. Das sind wir. Und ich muss sagen, in den Wäldern kann es ziemlich laggy sein. Also das müssen die noch optimieren. Und wenn ihr wirklich irgendwas im Hintergrund bei mir hört, ich habe jetzt neue Haustiere. Und zwar haben wir 4 Mäuse. Und die machen ganz schön Lärm. Am Abend so. Die bauen hier rum und machen im Endeffekt nur Radau. So. Ja, wir müssen, ich zeig's euch mal, wir müssen dahin. Und wir sind gerade im Moment dort. Also das ist noch eine ganz schöne Strecke. Wir sind hier auf einer Insel, die sieht bis jetzt überall gleich aus. Ich glaube, es ist bis jetzt immer die gleiche Insel. Aber es soll dann auch irgendwann so sein, dass es bis zu 10.000 Spieler beherbergen soll. Im Moment sind es nur 64. Und natürlich hoch und dann auch viel größer die Welt ist. Die kann dann, die ist, glaube ich, am Anfang 24 mal 24 Kilometer groß und dann wird die natürlich größer. So mit der Zeit. Und jedenfalls ist die Stadt von unserem Orden da und da müssen wir hin. Das ist unser Ziel für heute. Bin mal gespannt, ob wir das so schaffen. Ich bin am Überlegen, ob ich euch so die Basic Tutorials zeige, aber im Endeffekt wird das jetzt nur keinen Sinn machen. Ich tue mal, kann man die Map irgendwie auch verschieben? Ja, die kann man, ach, die kann man hier schön hinschieben. So, dann nervt es uns nicht. Das machen wir mal weg. Na, oh, das kriege ich nur weg. Oh. Na, ist egal. Wir können das mal so laufen. Ja, ist ein bisschen, ob man das auch verkleinern kann. Ja, das ist auch gut. So. Kann ich das Ding auch verkleinern? Hm, na, ich muss da einiges hier überschauen. Auf der linken Seite haben wir unsere Anzeigen, unsere Lebensanzeige. Ich denke mal, das Grüne wird unten sozusagen diese blaue Zahl oder Türkise wird zur Kondition sein, wie lange wir sprinten können. Und sonst wüsste ich jetzt nicht gerade so. Da, wo die Null ist, das weiß ich, ist, wie soll man es erklären? Ist diese Art von, ich sag's mal ganz salopp, Sympathiepunkte. Also wenn man Leute killt, die jetzt meinetwegen wesentlich schwächer sind als du, also angenommen irgendeiner mit einem Schwert würde mich jetzt umlegen, der würde dann natürlich negative Punkte bekommen. Und dann ist es so, wenn man stirbt, dann verliert man natürlich XP, aber das ist noch lange nicht so viel. Wenn man gut ist, als wenn man böse. Also je negativer oder je höher oder je niedriger die Zahl ist, also umso negativer, sage ich jetzt mal so, sie ist, umso mehr Skillpunkte verliert man. Hier gibt es nämlich auch Skills. Mal sehen, ob ich das finde. Und das T, O, L. L war das genau. Das sind unsere Skills. Wir haben hier sechs Kategorien. Also einmal sozusagen Mining.
Dann haben wir hier Pflanzen, also sozusagen Förstern. Das ist ein bisschen Alchemie und sozusagen ein bisschen Kräuterkunde. Dann haben wir hier Terraforming, also und bauen ein bisschen. Farming und dann noch Jagen und sowas. Und diese Skills können wir natürlich aufleveln. Aber wir können sie nicht unbegrenzt aufleveln, denn da gibt es nämlich auch ein Skill Cap, nennt sich das. Also wir können nur bis zu einer bestimmten Punktzahl, also hier sind bei mir 603 Punkte, können wir nur maximal aufleveln, insgesamt von allen. Also wenn ich jetzt überall hier 50 Punkte habe, oder sag mal 100, dann ist das sozusagen alles schon voll. Also ich kann den Rest nicht mehr aufleveln. Dann gibt es noch Combat Skills, wie es hier oben auch steht, Combat. Gibt es dann hier Warhorse, also hier auf dem Pferd, dann, was ist denn das genau? Militia Service, okay, Blades, Two-Handed, also hier Zweihandwaffen, Throwing Weaponry, also bestimmt Bögen und Armbrust und sowas, und dann Formation. Und dann gibt es noch die Minor Skills, also so, ja, niedrigeren Skills, Swimming, also ein bisschen bewegungsmäßig. Und das war's. Und die sind alle sozusagen gebunden an diesen Skill Cap. Das gilt aber quasi pro Hauptbereich, sage ich mal so. Also in diesen drei Bereichen. Gut. Oh, schade, dass es jetzt hier so dunkel ist. Ich dachte eigentlich, das ist eine Weile oder länger hell hier. Also ich würde jetzt mal einfach mal schnell ein Tool basteln. Und zwar müsste ich dazu aber erstmal. Gehe ich mal in diesen Modus rein, das finde ich besser. Gucken, was macht denn der jetzt? Oh, es gibt nämlich hier eine Möglichkeit, genau, Rechtsklick, da kann man nämlich sozusagen Dinge mit den Gegenständen hier tun, also mit den Bäumen und mit dem Boden und sowas. Und wir haben aber vor, ein kleines Tool zu machen, und zwar brauchen wir zum Anfang erstmal einen Ast, einen Branch. Den greifen wir uns jetzt hier vom Baum, also der klettert jetzt irgendwie hoch und krallt sich irgendeinen Ast, den wir auch nutzen können. Wir haben einen Branch bekommen, einen Ast, und könnten jetzt im Inventar gucken und sehen unseren Ast. Wir haben auch Cookies hier, 5 Cookies, und was ich vorhin schon gesammelt habe, bevor ich das Video überhaupt gemacht habe, ist ein Wild Plant Fiber, also Pflanzenfasern. Die brauchen wir natürlich auch, und um irgendwas zu craften, müssen wir rechts Klick auf diesen Ast machen, und dann können wir ein primitives Werkzeug erstellen. Und da haben wir eine schöne Liste. Können wir eine Sichel machen, Schaufel, Hammer, Axt, Pickaxe, also Spitzhacke, Säge, eine Fackel, Fische, eine Angel, Sling ist bestimmt hier irgendein ein ja, bisschen Sling, aber jetzt komme ich gerade nur auf den Begriff Rope, sowas in der Art. Egal. Dann haben wir einen Cup, können wir machen. Crucible und Stick. Das ist dann zum Kochen. Oder zum Tränkebrauen wichtig. Messer und Cooking Pot. Das ist zum Kochen wichtig. So, aber ich hätte gern. Wo haben wir denn den? Axe. Ob ich eine Axt mache oder. Schau, ich glaube, ich mache mal eine Axt. Und dazu brauchen wir einen Branch, also einen Ast. Dann brauchen wir einen Flintstone. Feuerstein. Und zwei solcher Wild Plant Fibers. Und ich sammle jetzt nämlich nochmal hier einen Plant Fiber. Mal gucken, ob ich hier Nature's Lore das nehme. Und wir können jetzt auch ein Default-Kommando festlegen. Also ich muss dann nicht mehr suchen, sondern klicke einfach auf den Boden. Und das macht er dann als Default, was wir eben vorhin festgelegt haben. Und das war gerade hier nach Pflanzenfasern suchen. Und ich hoffe, wir finden jetzt einen. Juhu, wir haben eins gefunden. Sehen wir da auch hier unten so schön. Und wir können jetzt eigentlich nach Stein suchen. Das können wir nicht überall machen. Ich glaube, das können wir nur hier machen. Ja, hier können wir das machen. Prospecting. Search for useful Flintstone. Suchen jetzt nach einem benutzbaren Feuerstein. Und leveln natürlich nebenbei auf. Ihr seht es dann natürlich, wir gewinnen an Werten. Jetzt habe ich gerade eine Meldung auf meinem Smartphone bekommen. Und wir haben jetzt einen Flintstone erhalten. Und natürlich fürs Prospecting, also Erze finden, haben wir Punkte bekommen auf 10,4.
Jetzt sind wir ein bisschen schlauer dadurch. Wir haben um 0,00775 Punkte haben wir dazu gewonnen. Das hat im Endeffekt fast nichts verändert. Und wir haben ein bisschen an Kraft gewonnen. Das wird jetzt voll kräftig. Gut. Jetzt können wir eigentlich das Ding erstellen. Ich hoffe mal, es wird gleich Tag hier. Das sollte ein bisschen heller werden. So, das war I. Rechtsklick. Create Primitive Tool. Und dann machen wir einfach mal eine Axt. Und jetzt macht er die Axt. Das dauert immer ein bisschen. Und diese können wir dann natürlich zum Holzfällen benutzen und zum Baumstämme bearbeiten. Ich glaube, ich brauche mir eine Säge oder sowas. Ist schon ganz cool, sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob die Werkzeuge dann auch kaputt gehen mit der Zeit. Und flupp, jetzt haben wir eine Axt. Oder eben auch nicht, ob wir die eine Weile behalten können. Wir können sie aber auch an uns zuweisen. Das machen wir hier mit T. Und dann können wir das in eins dieser vier Felder schieben. Ich schiebe es mal hier oben hin. Das ist oben rechts. Ich hoffe mal, das wird das Ding hier sein. Oh. Hey. So. Oh, die Musik. Wenn ich jetzt... Ich habe jetzt R gedrückt und das hat irgendwas gemacht. Mal gucken, was R nun macht wirklich. War Stance, Peace Stance. Je nachdem, wie man steht. Okay. Aber wie kriege ich jetzt nun meine Axt hier raus? Also jetzt Wurst. Wir wollen ja eigentlich zu unserer Stadt hin. Oder in unsere neue Heimat. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Ich werde mal ein bisschen laufen und dann können wir uns ja dann mal die Stadt ansehen. Ich weiß auch noch nicht, wie sie aussieht. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Das Video geht schon relativ lang. Und wir sehen uns gleich wieder. Schaut mal, was ich gefunden habe. Oh. Oh. Was ist denn das? Nein. Hilfe, ein... Oh. Verdammt. Das ist ja böse. Scheiße. Ah, der bringt mich um. Los, renne hier gegen den Elch. Wo ist der Elch? Oh, böse. Also es gibt auch Tiere hier drin. Das wollte ich euch vorne sagen. Habe ich aber vergessen. Aber der erwischt mich jetzt nicht hier. Boah, das wäre jetzt... ich glaube, da hätten wir nicht lange überlebt. Ich weiß ja gar nicht, wo wir dann gespawnt hätten. Nun ja, ich gehe mal weiter. So, also die Nacht ist bald vorüber. Ich habe ein paar andere Wölfe getroffen und ja, da war einiges los, muss ich sagen. Aber wir müssten auch so ziemlich bald da sein. Das müsste, glaube ich, hier im Tal liegen. Ja. Yep. Da haben wir es doch. Ja, ein bisschen Holz liegt hier rum. Nice, nice. Hier also, direkt am Berg. Nicht schlecht. Da sind noch ein paar andere Leute mit dabei. Die pflanzen auch ein bisschen was. Und ich glaube, die meisten Leute sind jetzt hier mit dem Plätten des Bodens beschäftigt, so wie ich das erfahren habe. Ich geselle mich mal einfach zu den Leuten. Ich bin ja in den ihren Orden glücklicherweise aufgenommen worden. Und ja, ihr seht, es gibt noch keine Häuser. Der Server steht seit vielleicht ungefähr 2-3 Tagen. Und das geht nicht allzu fix hier mit Häuser bauen und so. Man muss zum einen erstmal die Skills sammeln, zum anderen muss man eh hier Holz fällen und Materialien sammeln. Also es ist schon recht anspruchsvoll so für den Anfang. Ich springe hier auf die Plattform, wenn ich mal hier hochkomme. Und hier scheint wohl alles irgendwie, muss ja alles geplättet werden. Interessant. Interessant. Nun ja. Ich dachte, hier sind schon ein paar Häuser, aber es bestätigt sich wirklich, dass es ein bisschen dauert.
Aber ihr seht ja auch, der Mond geht so langsam davon, obwohl der Mond mit dem Tag-Nacht-Wechsel überhaupt nichts zu tun hat eigentlich. Aber naja, man kann die Illusion ja doch lassen. Und es wird langsam hell hier. Das ist schon cool, das ist genial. Ich würde gerne noch ein paar Flintstones suchen, also Feuersteine, damit ich dann auch mal noch ein paar andere Werkzeuge machen kann. Aber ich hoffe, euch hat so dieser kleine Einblick gefallen. Meine Frage wäre es, bevor ich eben hier extrem viel Content mache, wollt ihr das wirklich sehen? Gefällt euch das? Ich bin persönlich ein bisschen am Zweifeln, ob euch das hier wirklich gefallen wird, weil das hat ja wirklich gar nichts mit Kerbal Space Program zu tun. Ist absolut nicht Sci-Fi, will ich jetzt nicht sagen, aber hat überhaupt nichts mit Weltraum, mit Raumfahrt zu tun. Überhaupt nichts mit Wissenschaft, sondern ist einfach nur knallharter Mittelalter MMO-Rollenspiel Sachen, Zeugs, was ihr hier sehen werdet. Gebt mir einfach eure Meinung dazu. Vielleicht könnt ihr noch irgendwie Kumpels anhauen, denen das gefallen würde, die sich das gerne angucken können. Gebt mir ein Like, falls es euch gefallen hat. Schreibt es auch in die Kommentare. Und wenn euch das wirklich gefallen hat, dann melde ich mich natürlich auch demnächst mit einem weiteren Video von hier aus von dem Server. Und ja, ich suche jetzt hier weiter nach Stones. Ich werde mich auch mal in den TS begeben und damit ich dann mit den Leuten labern kann. Eigentlich sind im TS relativ, also mehr Leute als jetzt hier die 5, die ich hier sehe. Was mich ein bisschen verwundert, aber gut, das ist jetzt ja weiter schlimm. Und ich sehe euch dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Hani007. Ciao, ciao.